Und Gerrit Schröder, der ist für uns vor Ort in Ratzeburg. Guten Morgen, Gerrit. Beschreib uns jetzt mal die aktuelle Situation und was weiß man denn inzwischen auch zu den Hintergründen? Ja, guten Morgen. Also das Dach hier ist also weiter eingestürzt und auch das gesamte Gebäude ist weiter einsturzgefährdet. Und deswegen konnten auch noch keine Gutachter oder Ermittler der Polizei ins Gebäude hineingehen, um zu schauen, woran es denn gelegen haben könnte, dass das Dach hier plötzlich mitten während der Geschäftszeiten eingestürzt ist. Dass dabei keine weiteren Personen schwer verletzt oder sogar getötet worden sind, das ist wirklich ein Riesenglück. Offenbar hat eine Mitarbeiterin an der Kasse ein Knacken gehört, hat sofort Alarm geschlagen, weil sie offenbar ahnte, was passieren könnte. Ein Supermarkt in dieser Discounter-Kategorie ist meistens sehr leicht gebaut mit einer Nagelbinder-Dachkonstruktion. Das ist aus leichten Brettern hochgebaut und diese Nagelbinder-Konstruktion ermöglicht eine schlanke Bauweise über eine große Spannweite, ohne dass Pfeiler im Einkaufsbereich unten Fläche verdecken. Und diese Nagelbinderkonstruktionen sind halt sehr dünn, sind statisch auch gesichert, aber es ist kein Einzelfall. Es gab schon weitere Fälle, wo diese Dachkonstruktionen unvermittelt eingestürzt sind. Zuletzt 2017 bei einem Aldi-Markt in Laatzen bei Hannover, 2009 ein Rewe-Markt in Falkensee bei Berlin und 2004 war ein Kauflandmarkt in Bückeburg betroffen. In allen Fällen waren Nagelbinderdächer betroffen von diesem Einsturz. Immer wieder waren dort wohl Umbaumaßnahmen ursächlich dafür, dass die Konstruktion verändert wurde und dadurch die statische Konstruktion ins Wanken geraten ist. Man muss wissen, wenn eine Konstruktion nachgibt bei diesen Dachkonstruktionen, dann entsteht ein Memory-Effekt. Das heißt, die ganze Konstruktion bricht in einem Stück zusammen. Das ist offenbar hier auch der Fall gewesen. Was man aber auch sagen muss, eine Zwischendecke über dem Supermarkt hat offenbar auch Schlimmeres verhindert. Die ist im Grunde auf die Regale gestürzt und hat die großen Trümmer von oben abgehalten, sodass die Kunden offenbar unter den Trümmern heraus in Sicherheit kommen konnten. Und deswegen gab es hier nur leicht Verletzte, ein Riesenglück im Unglück. Ja, Gott sei Dank kann man da nur sagen. Gerrit Schröder, danke schön für all diese Erklärungen.